Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu den Spielen Bochum gegen Köln, Fürth gegen Sandhausen, Regensburg gegen Ingolstadt, Magdeburg gegen St. Pauli und Dresden gegen Duisburg. Hamburg gegen Kiel gab es ja gestern bereits im Einzelspiel und morgen, beziehungsweise gab es vorgestern im Einzelspiel, sorry. Und morgen gibt es dann auch die Konferenz Union gegen Aue, Darmstadt gegen Paderborn und Heidenheim gegen Bielefeld. Wenn ihr also nichts verpassen wollt, naja, dann wisst ihr schon, was ihr tun könnt. Ansonsten viel Spaß beim Zuschauen. Ich bin kein ausgebildeter Top-Kommentator. Ich sage es immer dazu. Also wenn mal ein Sprachfehler oder so entsteht, dann nehmt mir das nicht allzu übel. Jetzt geht's los mit Bochum gegen Köln. Tippt in den Kommentaren gerne mit. Viel Spaß. Los geht's. Bochum gegen den ersten FC Köln. Zwei Teams, die durchaus Ambition haben in dieser Saison. Der erste FC Köln geht selbstverständlich als Favorit in diese Partie, aber VfL Bochum hatte eine überragende Rückrunde gespielt und jetzt waren sie auch gar nicht so schlecht aufgelegt. Das ist Celozzi mit der Flanke in der 32. Minute, Robbie Cruz mit der ersten Top-Chance zum Tor, aber Timo Horn war dazwischen, kann den Ball abwehren, der wäre auch daneben gegangen. Aber aus der Ecke resultierte nichts, dementsprechend alles gut. Timo Horn konnte sich das erste Mal beweisen. Nur wenig später dann auch endlich mal der erste FC Köln. Drexler, Neuzugang aus Kiel bzw. aus Dänemark. Von Midtjylland ja gekommen, das war ein ganz komischer Transfer. Da ging es zweimal hin und her innerhalb kürzester Zeit. Terodde dann mit dem ersten Kopfballversuch, aber auch noch zu harmlos. Vor der Pause nochmal die blauen Bochumer. Robert Tesche ist das auf Tom Weiland. Und wohl die beste und gefährlichste Aktion des ersten Durchgangs war an Holstein Kiel ausgeliehen. Jetzt ist er wieder zurück hier mit der guten Möglichkeit. Aber auch der trifft nur das Außennetz. Die erste Halbzeit war von Kampf und Disziplin erstmal geprägt. 54. Minute dann, VfL Bochum war etwas besser. Cruz mit dem Freistoß aus dem Halbfeld und Robert Tesche macht es ganz artistisch mit dem Fallrückzieher. Macht das dann gar nicht mal so verkehrt. Der Ball geht vorbei. Timo Horn wäre sonst eventuell geschlagen gewesen. Köln tat sich lange Zeit schwer. Und dann dieser Fehler hier von Janelt auf Hauptmann. Der reagiert richtig schnell. Und Drexler, der Neuzugang, trifft nur den Pfosten. Das war bitter. Das hätte es um ein Haar sein können durch eine Torheit von Janelt. Wurde aber nicht bestraft. 83. Minute. Janelt diesmal nach vorne. Pantovic, ja, von Bayern gekommen. Und dann der Abschluss von Hinterseher, aber viel zu harmlos. Da ärgert er sich selber über sich selbst. Das war im Großen und Ganzen von beiden Teams zu wenig. Beide Teams hatten hier nicht den Dreier verdient. Dementsprechend geht es am Ende zwischen zwei guten Teams mit 0:0 zu Ende. Aber man hat sich eben weitestgehend in dieser Partie neutralisiert. Greuther Fürth konnte sich am 34. Spieltag gerade so retten. Gegen Heidenheim langte ein Unentschieden. Der SV Sandhausen hatte eine etwas ruhigere Saison, auch wenn das in der letzten Spielzeit eben halt auch bis zum 34. Spieltag für sie relativ knapp war. Die erste Möglichkeit hatte hier Greuther Fürth. Daniel Keita-Ruel, neu gekommen aus der dritten Liga, setzt hier gleich mal eine Duftmarke. Klasse-Schuss aus der zweiten Reihe, trifft aber nur das Aluminium. Da ärgert er sich zurecht. Das hätte es durchaus schon sein können, aber ein guter Versuch. 10 Minuten dann von der Uhr, wieder Keita-Ruel, der machte eine sehr gute Partie hier. Ernst dann auf Abu-Chabaka und Schuhen, der in der letzten Spielzeit am häufigsten zu Null spielte, pariert mit dem Fuß. Aber Fürth, die spielbestimmende Mannschaft. Auch im zweiten Durchgang führte sich das erstmal sofort. Es fehlte nur noch der Treffer. Guga nicht auf Raum, der bringt den Ball stark rein und Keita-Ruel ist jetzt zur Stelle und jetzt erfolgreich. 57. Spielminute, das hochverdiente 1:0 für Greuther Fürth, weil Sandhausen viel zu wenig machte. Nach vorne konnte die Elf von Kenan Kocak kaum Akzente setzen und dementsprechend gegen dieses 1:0 sowas von in Ordnung, war wirklich überfällig. Guganik legt den Ball raus, Raum dann mit der scharfen Flanke auf den ersten Pfosten. Karl geht nicht richtig mit und Schuhn ist dann auch irgendwann mal machtlos. Kann auch nicht alles parieren. 1:0 also für Fürth. 20 Minuten vor dem Ende, sie wollten den Deckel drauf machen. Das wäre auch verdient gewesen, aber Klingmann rettet gerade so. Das 2:0 konnte er gerade so verhindern. Jetzt eine Viertelstunde noch zu gehen. Dann Sauer im Rückspiel zusammen mit Magia. Dann kommt da so ein Fehler. Müller Neuzugang auf Schleusner. Anderer Neuzugang. Ausgleich
wie aus dem Nichts. Ein dicker Abwehrbock da hinten, das darf nie im Leben passieren. Müller erobert den Ball. Fabian Schleusner bekommt ihn auf dem rechten Fuß serviert. Der Top-Torjäger vom KSC aus der letzten Saison markiert den Ausgleichstreffer, der äußerst schmeichelhaft war, aber eben auf dem Papier stand. Und dann wieder ein Fehler von Fürth. Maloka, was macht er da? Gegen Kister, eigentlich Verteidiger, ging dann aber auch mal mit nach vorne, bringt die Flanke und Müller nochmal mit dem Kopf. Und Sascha Burchardt kommt gerade so dazwischen und verhindert das 1:2. Das wäre der Super-GAU gewesen, es wäre absolut unverdient gewesen, aber Fürth hat die Chance nicht reingemacht und dementsprechend geht dieses 1:1 dann im Endeffekt auch in Ordnung und fast müssen die Fürther noch glücklich sein, nicht das 1:2 gerade in der Schlussminute kassiert zu haben. Der SSV Jahn Regensburg konnte in der letzten Spielzeit wirklich überzeugen. Unter Achim Bayer-Lorzer spielte man eine ungefährdete Saison und kratzte sogar fast an der Sensation zur Relegation, zum Aufstieg. Ingolstadt enttäuschte und das war auch hier zu Beginn der Partie wieder so. Föhrenbach mit der ersten Möglichkeit, aber zu ungefährlich. Ingolstadt hat wieder die Ambition aufzusteigen, aber wenn sie so auftreten wie hier in der Anfangsphase, dann dürfte das auch diese Saison wieder sehr schwer werden. Dann wieder die Regensburger. Adamian ist das, hat die Übersicht und Leis macht das Ding. 24. Minute, 1:0 für Regensburg. Das war absolut verdient, weil Ingolstadt nach vorne gar nichts brachte. Die Schanzer wie von der Rolle. Man konnte es kaum verstehen, dass man das wiederholte, was man schon im letzten Jahr zu Saisonbeginn verpatzte. Sie waren miserabel in die Saison gestartet und das schien sich jetzt hier wieder so fortzuführen, weil Marc Leis eiskalt bleibt und eben den Treffer erzielen konnte. Ingolstadt rannte also jetzt dem 1:0 hinterher bis in den zweiten Durchgang. 55. Spielminute, weiterhin Regensburg, die aktivere Mannschaft. Föhrenbach ist das. Föhrenbach gegen Nyland, aber zu harmlos. Aber sie hielten zumindest den Ball vom eigenen Tor fern und verhinderten so gefährliche Angriffe. 20 Minuten noch zu gehen, weiterhin nichts von den Schanzern zu sehen, was man zeigen könnte. Und dann fast die Entscheidung. Der Strohfer tändelt da ein bisschen die Möglichkeit, gerade so noch rechtzeitig der Keeper von Ingolstadt zur Stelle. In der letzten Minute versuchte es Ingolstadt aber nochmal. Leipertz mit der Flanke, aber das war sinnbildlich. Unglaublich. Eine Partie von Ingolstadt, die fast eine Frechheit war. Um genau zu sein, es war eine Frechheit. Regensburg gewinnt hochverdient mit 1:0, weil der FC Ingolstadt gar nichts, wirklich gar nichts aufs Papier bringen konnte und dementsprechend mit 0:1 verliert. Magdeburg gegen St. Pauli, das versprach eigentlich eine gute Partie mit zwei sehr motivierten Mannschaften. Der erste FC Magdeburg, endlich in der zweiten Bundesliga angekommen, zeigten hier von Beginn an, dass sie auch gewillt waren, hier drei Punkte direkt mitzunehmen. Shahed ist das mit dem Eckstoß und der wird gleich gefährlich, Beck mit dem Kopfball. Himmelmann kann den noch parieren. St. Pauli war weitestgehend harmlos und darauf bedacht, erstmal zu verteidigen, kam dann aber auch mal nach vorne. Johannes Flum ist das mit der Übersicht und da ist Mats Möller-Deli plötzlich völlig frei und macht das 1:0. 19. Spielminute, wie aus dem Nichts, das 1:0 für die Gäste, ja von Freiburg jetzt fest verpflichtet. Sehr wichtig, dass man ihn halten konnte und Johannes Flum mit der Vorlage, der Gästeblock war natürlich äußerst glücklich gestimmt. Nasser Rasen, weswegen der Ball da perfekt durchkommt. Möller-Deli hält den linken Fuß hin und dann ist Fejzic, Neuzugang aus Braunschweig, auch machtlos. Der ist zu platziert geschossen, sitzt perfekt unten links. St. Pauli führte eben wie aus dem Nichts. Aber Magdeburg ließ sich davon nicht beeindrucken, spielte weiter gut nach vorne. Beck dann im Pech, trifft nur das Aluminium, schon den Kopfball gehabt, den Himmelmann hielt. Jetzt war es das Aluminium, aber direkt im Anschluss die nächste Möglichkeit. Beck mit der Übersicht. Türpitz hat eigentlich noch ein bisschen länger Zeit gehabt, versäumt es aber, den Ball nochmal richtig anzunehmen und dann flach einzuschieben. Etwas überhastet, das hätte es sein können, vielleicht sogar sein müssen. Also schmeichelhafte Halbzeitführung. St. Pauli wurde im zweiten Durchgang dann etwas aktiver. Neudecker mit dem Flankenversuch, aber Handke ist dazwischen. Und Fejzic griff den Ball dann ohne Probleme auf. Das war von St. Pauli weiter keine gute Partie. Und sie ließen auch immer wieder was zu. Kostli dann gegen Türpitz und Himmelmann war immer wieder dazwischen. Sehr schmeichelhaft. Das hat man in der letzten Saison auch häufig gesehen.
dass St. Pauli 1:0 auf des Gegners Platzes gewinnen konnte, ohne die bessere Mannschaft gewesen zu sein. Doch die Partie war noch nicht aus. Nochmal Magdeburg. Aber auch das konnten sie dann verhindern. Park war dazwischen und sicherte kurz vor Schluss das 1:0. St. Pauli gewinnt also sehr schmeichelhaft mit 1:0 eben gegen den ersten FC Magdeburg, die eine gute Partie abgeliefert haben, aber eben am Ende ohne Punkte dastehen und mit einer Niederlage in die Saison starten. Der Abschluss des ersten Spieltages wurde von Dynamo Dresden und dem MSV Duisburg bestritten. Der Meidericher SV wollte hier gut in die Partie, in die Saison starten, aber Dresden machte das richtig gut im Heimspiel unter besten Fanbedingungen. Dann auch die erste Möglichkeit und das erste Tor. Erich Berko nach 13 Spielminuten mit dem ersten Saisontor. Der perfekte Start für Dynamo Dresden. Albtraumstart für Duisburg in diese Spielzeit. Das war nach 13 Minuten schon durchaus verdient, weil sie mehr nach vorne taten und die Zebras doch etwas aufgewirbelt wirkten. Schöner langer Ball, dann ist es Duljevic mit der Vorlage und auf der Linie kommt dann keiner mehr ran. Berko hält den Fuß hin und hat Glück eben, dass der Ball dann über die Linie gerade so noch taumelt. 1:0 also für Dresden und sie spielten weiter gut nach vorne. Halbe Stunde gespielt, wieder Duljevic. Immer gute Bälle gehabt. Kone ist das da mit dem Abschluss. Mesenhöhler schreitet zur Tat, hält den Ball. Das Tor hätte aber dennoch nicht gezählt. Kone war mit dem Knie im Abseits, richtig gesehen vom Unparteiischen. Vor der Pause kam dann aber auch mal Duisburg. Stoppelkamp auf der rechten Außenseite. Gartner mit der Flanke. Und dann konnte die Sache irgendwie geklärt werden mit der Faust. Hat etwas Glück, dass er den noch rausbekommt. 67. Spielminute, Dresden auch im zweiten Durchgang. Die aktivere Mannschaft. Dröser ist das mit dem Kopf. Aber diesmal in die Arme von Mesenhöhler, der gar keine Probleme hat, den abzufangen. Duisburg tat sich schwer, auch bis in die Schlussphase kamen kaum Chancen zustande. Und es fehlte eigentlich nur noch die Entscheidung. Und die hätte hier fallen müssen. Duljevic und Dröser mit der Doppelmöglichkeit. Erst das Aluminium, dann waren es die Nerven, die das 2:0 verhinderten. Aber weiter Dynamo nach vorne. Mösche legt den Ball nochmal raus. Benatelli mit der Übersicht und dann war es geschehen. Lukas Röser, 87. Spielminute mit dem 1:0. Sein erstes Saisontor. Seine zweite Saison jetzt in Dresden soll noch etwas erfolgreicher werden, auch wenn er in der letzten Saison ein paar Mal schon treffen konnte. Diesmal will er es noch übersteigen. 2:0 gewinnt also Dynamo Dresden zum Auftakt der Saison 2018-2019. Und Duisburg muss sich ab dem nächsten Spieltag deutlich verbessern, insbesondere im Spiel nach vorne. Aber Dresden war heute auch wirklich ein sehr starker und disziplinierter Kontrahent. Hier seht ihr nochmal die Ergebnisse der Prognose im Überblick. Wie gesagt, morgen kommt noch die Konferenz. Würde mich auch freuen, wenn ihr da reinschalten würdet, um das nicht zu verpassen. Wäre ein Abo natürlich super, ebenfalls ein Daumen nach oben würde mich extrem freuen. Tippt ansonsten gerne mit in den Kommentaren, würde mich auch ebenfalls interessieren. Ansonsten danke fürs Zuschauen, wunderschönen Tag, bis dann und ciao.